Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier beim Euro Truck Simulator 2 mit mir, dem Duki der Demut und dem schandetragenden Mützenduki. Naja, ich muss mich auf jeden Fall direkt von Anfang an entschuldigen. Es gab natürlich vorgestern gab es keine Folge. Zu Neujahr gab es keine Folge und auch kein Gran Turismo und auch kein City Car Driving. Es war, glaube ich, auch der erste Tag seit Beginn meiner, in Anführungszeichen, Let's Play-Karriere, dass ich da irgendwie kein Video rausgebracht habe. Und das kann natürlich nicht sein. Deswegen muss ich mich da aufrecht für entschuldigen. Und hoffe mal, ihr bleibt mir doch noch weiterhin treu. Und ja, wir gucken mal, was wir... Also, dass wir alles natürlich so weiterführen wie sonst auch immer. Und ja, das wird auf jeden Fall jetzt täglich wieder Folgen geben. Ich habe es zwar schon letztes Mal bei Gran Turismo auch versprochen und so. Da war natürlich alles nur Laberei. Da gibt es jetzt auch schon seit 3 Tagen keine Folge mehr. Aber da muss ich auch noch was zu erzählen. Och, so viel zu erzählen. Es tut mir auf jeden Fall leid, ja. Und es war keine Absicht. Ich möchte euch da nicht böse... was wollte ich eigentlich? Auftragsangebot. Ich möchte da nicht irgendwie... so dastehen, als ob ich euch absichtlich warten lasse. Nein, es war nur zeitlich echt halt Jubeltrubel-Heiterkeit, möchte ich so schön sagen. Es war eine schöne Zeit, aber auch eine stressige Zeit. Und ja, da erkläre ich aber gleich noch einiges zu. Oder erzähle das einfach mal. So, wir fahren nach Reims. Ich weiß nicht. Reims in Frankreich. Ich könnte Reims heißen, könnte Reims heißen. Ich. Keine Ahnung, wir fahren es auf jeden Fall. Ist ein Gefahrenguttransport. Machen wir mal eben hier den Kumpel hier rein und wir stehen auch schon auf dem richtigen Platz. Alles klar, fahren wir mal vorne zum Karsten, zum grünen Zeichen. Zack. So, und da ist auch schon, das ist das Ding, was wir hinter uns schon gesehen haben, nämlich genau das. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal nirgendwo anstoßen und so. Ich glaube, ich poppe die ganze Zeit gegen mein Mikrofon, das tut mir leid. Muss ich da mal eben ein bisschen zurück. Oh, jetzt haben wir hier fast rechts den Dingens mitgenommen. Das passt aber noch. Hallo? Ja. So. Dann sollte man vielleicht doch vorwärts ranfahren, damit es ein bisschen schneller geht. Na. Jawohl. Zack, angekoppelt. Und los geht's. Müssen wir schlafen? Müssen wir tanken? Ja, können wir gleich mal gucken. 6 Stunden 53 müssen wir schlafen. Tank sagt noch 1300 Kilometer. Das müsste eigentlich alles noch hinhauen. Also da brauchen wir uns erstmal... Ja, okay, um pennen müssen wir uns nachher wohl Gedanken machen. Das stimmt. So, aber erstmal gucken, dass wir hier in Gang kommen und einmal Fahrt aufnehmen. So, und dann muss ich euch natürlich von ganzem Herzen ein frohes neues... Oh, ihr war ein Zeppelin oder was? Ja, yeah, Zeppelin. Geil. Miniatur-Zeppelin zwar, wo Alpha draufsteht, aber ein Zeppelin. Ja, ich muss euch auf jeden Fall noch ein frohes neues Jahr wünschen. Auch wenn wir jetzt schon den 3. Januar haben und es ein bisschen spät kommt, aber ich denke mal, besser spät als nie, ne? So, und ihr wisst ja, was ich für einen Marathon hinter mir habe an Feierei und Sauferei und hast du nicht gesehen. Fing ja alles an mit einem Geburtstag von meinem Vater und dann der Geburtstag von 2 Kumpels und dann eine Heirat und dann, also eine Hochzeit quasi. Und dann noch Silvester, was auch ein bisschen ausgeartet ist bei mir. Wir haben quasi Silvester gefeiert und Neujahr dann auch nochmal gefeiert. Ja, und deswegen war ich sowohl am 1. als auch am 2. noch richtig gerädert. Und ja, konnte da auch nicht wirklich aufnehmen. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die man so zu erledigen hat. Deswegen gab es da Priorität erstmal an anderer Stelle. Naja, aber jetzt kann es fröhlich weitergehen. Und ich habe mich auch langsam entkatert. Die Kumpels vor mir hier, die sind noch ein bisschen müde. Die haben auch lange gefeiert. Aber ihr seht, jetzt kommen die auch in Schwung und in Gange. Naja, aber es war halt, wie gesagt, alles eine sehr schöne, besinnliche, würde ich nicht sagen, aber eine sehr schöne Zeit. Ja, und deswegen... Finde ich es eigentlich nur für euch schade, dass ihr keine Folgen bekommen habt. Das tut mir halt leid, aber ansonsten bereue ich nichts. So. Und ich muss mal eben gucken. Bereue ich nichts. Okay, wenn ich das sage, übersteuere ich. Ich drehe das mal eben ein bisschen leiser, so. Ja. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Nee, stimmt. Die Aufnahmesession, wo ich über die Vorsätze und so geredet habe, die war ja... Vor Silvester natürlich noch und vor Neujahr, klar. Und da habe ich von NK, glaube ich, hat den Kommentar geschrieben. Der hat erzählt, dass es halt ähnlich sieht mit guten Vorsätzen, die man sich fürs neue Jahr halt nicht nehmen sollte. Beziehungsweise schon, aber dass man natürlich dann
auch genauso gut schon 10 Tage vorher mit anfangen kann, ne? Oder direkt, wenn einem der Gedanke in den Sinn kommt. Ja, und dann habe ich mir halt nochmal so Gedanken gemacht und mir halt gedacht, ja, ist ja eigentlich auch dann gut, wenn es am 1.1. passiert. Man kann sich ja ruhig gute Vorsätze machen, man muss die aber auch durchhalten dann, ne? Darauf kommt es ja immer an. Jetzt müssen wir mal eben schauen, dass hier keiner ist, der rein will. Ne, das passt noch. So, und wenn man die, ist ja auch egal, wenn du am 1.1. anfängst und du hältst sie dann durch, ist es umso besser. Dann sage ich, yo, mach dir jedes Jahr neue Vorsätze, wenn du die dann durchhältst, ne? Aber prinzipiell ist es natürlich Schwachsinn, sich einen Stichtag auszusuchen oder ab hier nehme ich ab oder bla, ne? Ja. Ist auch, glaube ich, das Fazit, was wir in der letzten Folge schon hatten. Boah, und ich habe Gran Turismo-Folgen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr meine letzte Gran Turismo-Folge rausgebracht. Da muss ich auf jeden Fall mal machen. Klingt natürlich ja dramatischer, als es ist, weil wir heute den 3. Januar haben. Aber, ja, da gab es auch noch Probleme bei der Aufnahme. Ich nehme über eine Haupouch-PVR auf. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird. Auf jeden Fall so ein Standardaufnahmegerät. Das läuft dann noch über einen Konverter. Das habe ich bestimmt auch hier schon mal erzählt. Sodass ich das von meinem Standard-PC-Bildschirm zocken kann und so. Und da musste ich jetzt umsteigen auf eine andere Software, weil die irgendwie Probleme gemacht hat. Und da gab es immer treiberlich Probleme, wenn die Datei zu groß wird. Ja, dann hat es immer zu Abstürzen geführt. Und dann kann ich halt nicht länger als eine Stunde oder zwei aufnehmen. Und ja, zum Glück war das alles aber noch in der Testphase bzw. in einem anderen Format, sodass der Karrieremodus von Gran Turismo nicht beeinflusst wurde. Also wir sind da immer noch am selben Stand, falls ihr sowohl Euro Truck Simulator als auch Gran Turismo gucken solltet. Für die, die es wissen wollen. Naja, und da habe ich auf jeden Fall jetzt auch entgegengewirkt, weil zum einen jetzt eine neue Software, die ich installiert habe, da läuft gerade eine Testaufnahme. Wenn die klappt, kann ich dann gleich nochmal Gran Turismo aufnehmen, bis dann in 3, 4, 5 Tagen vielleicht ein neues Hardware-Gerät kommt. Und dann kommt nämlich die Elgato. Game Capture HD heißt es ja, glaube ich. Die habe ich mir jetzt bestellt. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt zum neuen Jahr, gönnst es dir mal. Die ist natürlich schon teuer. Aber ich kann dann meinen Konverter wieder verkaufen. Da habe ich nochmal wieder ein bisschen Geld reingeholt. Und die PVR kann wieder zum Kumpel zurück und so weiter. Ist alles auf jeden Fall besser. Deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf. Und ich hoffe mal, dass das so gut wird, dass wir dann mit ein bisschen Einstellung in den Farben und so die bestmögliche Qualität kriegen, die wir aus einer PlayStation überhaupt aufgenommen bekommen, ja? So, und dann liegt es natürlich auch noch an Gran Turismo, wie schön das dann aussieht und so. Aber viel mehr kann man da ja schon eigentlich nicht machen. Und ihr wisst ja, ich versuche mal so ein bisschen an den Farben rumzuspielen und mache hier jetzt in der Winter Edition vom Euro Truck Simulator das Blaue ein bisschen blauer und das Rote schwäche ich ein bisschen ab und das alles ein bisschen winterlicher aussieht. Und das mache ich natürlich auch in Gran Turismo, deswegen denke ich mal, dass es schon bei mir besser aussieht als bei manch anderen, ja? Und das ist vielleicht ein Vorsatz, den ich mir jetzt nehmen kann fürs neue Jahr übrigens auch. Aber auch nur, weil es zeitlich gerade gut passt. Ich habe jetzt zwei Tage keine Folge rausgebracht, beziehungsweise einen Tag Euro Truck Simulator und 3 Tage Gran Turismo und City Car Driving ist auch schon ewig nicht mehr rausgekommen. Mein Vorsatz auf jeden Fall ab heute regelmäßig wieder Folgen bringen, das nicht schludern zu lassen und nach dem Motto zu leben, wer saufen kann, der kann auch arbeiten, beziehungsweise Games zocken. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine Stimme, die war etwas gerädert, muss ich sagen. Also, so ein paar Tage feiern, das bleibt natürlich nicht aus, dass da die Stimme ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Und was zur Hölle ist hier los? Hier wird es auf einmal einspurig und ich muss hier rüberziehen. Na, vielleicht hört ihr es ja jetzt auch noch, dass ich ein bisschen die Nase zusitzen habe und mein Hals ein bisschen trocken und kratzig wirkt. Aber so ist es halt. Einkommen 3.393 von Irena. Wunderbar, dankeschön. Ja, die gute Dame macht ihre Kilometer. Wunderbar. Genauso wie wir. So, und hier wird geblitzt, was das Zeug hält. Oder ist das ein Zeichen für, wie heißt es, WLAN? Nee. So, und jetzt haben wir hier gerade irgendwie mal so Frame-Einbrüche. Wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo die herkommen. Hallo? Ist gerade auf 23 Frames, jetzt auf 28, geht wieder höher. Liegt das jetzt, das liegt doch jetzt nicht hier an den Bäumen, oder? Tatsächlich, so habe ich schon wieder. Ja, das gibt's doch jetzt nicht. Ich muss mal eben gucken, ob im Hintergrund noch was läuft. Kleinen Moment.
Nee, ist aber eigentlich alles aus und in Ordnung. Was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Hä? Ich bin da gerade ein bisschen überfordert. Weil normalerweise... Ach ne, jetzt haben wir wieder 30 FPS. Und egal, wo ich hingucke... Also normalerweise habe ich, wenn ich nicht aufnehme, über 100 FPS, ja? Und die Aufnahme läuft auf 30 FPS, damit die Datei auch nicht allzu ganz so groß wird und bla. Huch, deswegen solltest du eigentlich durch die Qualität meiner Grafikkarte und durch die Grafikeinstellung keine Frame-Einbrüche geben. Es kann höchstens sein, dass irgendwas dann auf meine externe Festplatte, auf die ich dann gerade aufnehme, zugreift und den Aufnahmeschreibprozess dann quasi verlangsamt, was nicht ganz so toll wäre. Müssen wir nochmal im Auge behalten hier, ob das so bleibt oder ob das noch besser wird oder ob das jetzt, ob wir wieder eine konstante Rate haben, ja? Naja, wo war ich stehen geblieben? Lange Feierei, wenig Aufnahmerei, wenig Zockerei. Ich hatte auch echt Bock zu zocken, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer Bock zu zocken eigentlich und gerade Gran Turismo 6, ich freue mich da immer noch drauf und muss mich ja durch die Aufnahme ein bisschen zurücknehmen. Weil ich ja, wie gesagt, nicht zu große Dateien aufnehmen wollte, sondern nimmst du halt immer so eine Stunde oder zwei vielleicht auf, dann hast du 2 bis 4 Folgen. Und dann kannst du dir natürlich auch nicht so einen großen Vorlauf zocken, wenn du einfach die Zeit nicht hast, ja. Und ich würde am liebsten, oh, ich weiß nicht, wie lange ich Gran Turismo 5 am Stück gezockt habe am Anfang, wo ich halt noch nicht Let's Playte. So, und da habe ich, ja, also bestimmt wohl 5-6 Stunden am Stück waren kein Thema. Und das würde ich halt jetzt auch gerne machen. Und ich denke mal, das werden wir auch machen, wenn ich die Elgato habe. Weil ich einfach hoffe, dass es da ein bisschen smoother läuft. Ich muss da nicht umkommentieren. Ich kann direkt HDMI out, HDMI in und fertig ist. Weißt du? Und da dürfte doch wohl, denke ich mal, nicht so viele Probleme geben. Und da kann ich dann auch mal meine Sucht von Gran Turismo oder für Gran Turismo kann ich dann befriedigen. Ja, müssen wir alles mal sehen, wie das so läuft. Ich freue mich auf jeden Fall wie ein kleiner Drop. Ja, dann gibt es ja auch noch andere Projekte, ne? Assetto Corsa wollte ich zum Beispiel auch noch viel mehr aufnehmen, als ich es jetzt geschafft habe. Und da kommt ja dann nächste Woche... Oder ist das schon diese Woche Freitag? Ne, ich glaube nächste Woche Freitag ist das neue Update raus. Wo ich auf jeden Fall wieder einen Update-Check zu machen werde. Ja... Dann hat man ja eh noch so Projekte im Petto, die ich unbedingt auch nochmal anspielen möchte. Street Legal Racing bin ich gerade noch am überlegen, ob ich es wieder mal auspacke. Da habe ich ja mal so 10, 11 Folgen gemacht und dann ist aber immer der Spielstand abgestürzt. Und hat den dann auch noch, also der Spielstand wurde dann auch sogar noch korrupt, ja. Also ich konnte den nicht mehr verwenden danach und weder noch laden, noch irgendwie neu speichern oder backuppen oder was, weiß ich. Es war einfach alles weg und da habe ich mir gedacht, es macht ja keinen Sinn, wenn ich alle 3 Folgen mit einem neuen Spielstand anfange und quasi ein neues Let's Play starte, ja. Und deswegen habe ich das erstmal auf Eis gelegt. Such da auch noch nach einer guten Version, wo ich aber jetzt auch schon wieder mit einem User hier oder mit einem Abonnenten geschrieben habe, der mir da was Gutes empfohlen hat. Und da gucke ich nochmal, ob wir da irgendwie die Reihe nochmal fortsetzen. Ansonsten habe ich dafür auch schon Ersatz, womit ich nächste Woche, glaube ich, mal anfangen werde. Ja, also da gibt es dann wieder einigen neuen Futter. Oh, was ich auch mal erzählen muss, wo ich ein bisschen stolz sogar drauf bin und was ich ganz klasse finde. Ich habe vor ein paar Tagen... Boah, ich hau hier immer gegen das Mikrofon. Wartet mal eben. So, das müsste jetzt besser sein. Ich habe vor einer Woche circa eine Dauerschleife aufgenommen, eine neue. Und zwar mit einer schneebedeckten Nordschleife. Ja? Also ihr kennt ja vielleicht mein Format, die Dauerschleife. Da fahre ich so einmal in der Woche oder alle 2 Wochen... suche ich mir ein schickes Eutchen, was irgendeiner gemoddet hat und so und jagt dann einmal über die Nordschleife und guckt, was wir da für eine Zeit fahren und ja, mit dem Hintergrund, dass wir ein bisschen trainieren wollen, die Strecke besser zu fahren und so weiter und besser kennenzulernen und uns auch auf andere Fahrzeuge einstellen. Jetzt mache ich schon den Scheibenwischer an, so aus mit dir. Naja, und da war es auf jeden Fall so, dass der gute Nils Heusingfield in der Simulationsszene sehr bekannter Modder und auch sehr erfahrener und sehr viel wissender Modder. Der hat auf jeden Fall einen Mod rausgebracht in Form eines Honda NSX. Tschüss. Oh, und seht mal da. Yes. Yes. Ich hab's mir so erhofft. Wir haben ja in einer der letzten Folgen schon mal die Regenwahrscheinlichkeit ein bisschen höher gestellt. Und
ja, ich habe halt die ganze Zeit gewartet, wann kommt es denn endlich? Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass wir um 1:30 das schon so dunkel haben, habe ich mir gedacht, jetzt kommt ja wohl nicht Regen oder Schnee. Und doch, da kommt er. Sondern das soll angeblich wohl Schnee sein und darunter soll auch die Traktion unserer Fahrzeuge leiden. Deswegen achte ich mal, wie stark wir da irgendwie bremsen müssen und so. Es sieht auf jeden Fall schon anders aus als der Regen. Deutlich flockiger, sag ich mal. Das kann man schon glauben, dass das Schnee ist. Ha, gefällt mir. Und was ich auch schön finde, es ist nicht so laut vom Geräusch her wie der Regen, ja. Also es macht schon Sinn, dass der Schnee, der natürlich leichter ist, die Schneeflocken mit einer größeren Oberfläche, die verursachen nicht so ein starkes Geräusch, weil die auch nicht so schnell vom Himmel rasseln. Finde ich super. Ja, auf jeden Fall hat dieser Nils Heusingfield einen Mod rausgebracht, oder ein E-Mod, wie es ja eigentlich korrekt heißt, in Form eines Honda NSXs. Und ja, zählt, also ist auch wirklich ein wunderbar schön gelungener Mod von A bis Z, ja. Er sieht optisch klasse aus, die Fahrphysik ist genial. Du hast so viel Rückmeldung allein vom Force-Feedback her. Ja, es nutzt natürlich auch das Real-Feel-Plugin und ist dafür sogar noch optimiert. Und du merkst wunderbar, wenn es in den Drift geht, das Auto, ja, und wenn der Arsch kommt, dann kannst du auch mit der perfekten Dosis gegenlenken und das halt so wirklich steuern und kontrollieren, wie es sich gehört, sag ich mal. Und da gibt es auch so kleine Details, ja, die Reifengeräusche der vorderen Reifen, wenn du also untersteuerst und zu schnell in der Kurve bist und das Auto nach vorne schiebt, kann man, also das Reifengeräusch kann man von den Hinterreifen unterscheiden, was ich also eine geniale Sache finde, sodass du wirklich auch ein akustisches Signal hast, was dein Auto gerade macht, ja. Bist du zu schnell in der Kurve, bist es nicht? Das kann man sich dadurch alles herleiten, ne? Auf jeden Fall gab es da zu Weihnachten von ihm nochmal ein Geschenk. Und zwar hat er die Nordschneife schneebedeckt quasi befahren in dem Video, so wie ich es auch gemacht habe. Aber er hat noch eigene Grip-Level hinzugefügt, ja. Das heißt, er hat die Grip-Level ein bisschen angepasst. Es ist jetzt wirklich wie auf Schnee und Eis, ja. Also, das hat so einen Spaß gemacht. Das Video könnt ihr euch gerne mal ansehen, natürlich. Einfach mal die Quertreiberei oder die Dauerschleife suchen und dann ein weißes Thumbnail mit einem roten NSX, das werdet ihr auf jeden Fall schon sehen. Naja, und das ist halt wunderbar, da zu fahren und zu driften und quer zu treiben. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, das erste Auto, mit dem ich so Fahranfänger war, war ein Toyota Previa. Ja, ein 80er, ich glaube, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ja, also Toyota Previa von, weiß nicht, 95 oder was, ein 8-Sitzer, ein riesiges Schiff, aber mit 130 PS, Heckantrieb und Mittelmotor, ja? Wow, 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 wow. Und hier spüren wir es schon ganz klar, ich muss mal eben kräftig vom Gas gehen hier. Das war nämlich ganz klassisches Untersteuern. Ich habe eingelenkt und wir sind aber trotzdem nicht wirklich um die Kurve gekommen, sondern geradeaus weitergefahren, ja? Und das heißt, die Vorderräder verlieren einfach an Grip. Und das bedeutet, dass der Schnee auf jeden Fall Auswirkungen auch hier hat auf das Grip-Level der Straße. Finde ich mega geil und ja, bemerkenswert, dass wir auf jeden Fall hier schon wieder, oder meine ich das nur? Alter,